Hallo zusammen, willkommen bei Leontal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute: Alltagsszenen. Ich habe zwei Alltagsszenen gebaut und die wollte ich euch zeigen. Aber bevor wir das machen, zeige ich euch was ganz anderes, was ich monatelang vor mir hergeschoben habe. Und dann hatte im Forum jemand, den Namen vergessen, Entschuldigung, Tom, glaube ich, weiß ich nicht, hatte genau das gebaut, was ich seit Monaten vor mir herschiebe, seit einem Jahr vor mir herschiebe. Und dann bin ich, das war am Freitag, immer losgezogen zum Baumarkt und habe alles besorgt und habe das vollendet. Das zeige ich euch jetzt zunächst mal. Viel Spaß. Tada! Endlich! Seit Monaten! Letztes Jahr im Sommer wollte ich das schon gemacht haben. Ja, die berühmte Blende oben, ne, von wegen Theater und so, Theaterbühne, ist immer noch, finde ich, die perfekteste Art und Weise, die Modellbahn zu erleuchten. Vor allem, man kann dann hier die Beleuchtung dann jeweils wirklich gut dimmen und dadurch das ein bisschen dunkler machen. Es gibt auch Leute, die haben so ein bisschen bläuliches Licht für Abendstimmung. Egal. Jedenfalls, ich habe das Ganze nach unten um, ich glaube, 15 cm noch runtergezogen. Einfach Holz dran. Und zwar so, dass ich halt noch hier durchgehen kann, weil ich will ja noch an der Anlage arbeiten. Also solange ich, idealerweise sollte man es natürlich irgendwie noch weiter runterziehen, aber dann kann ich nicht mehr an der Anlage arbeiten. Das ist doch doof. Ne? Das wollen wir nicht. Und deswegen bin ich so sehr zufrieden und ich habe das Ganze dann endlich auch schwarz angemalt. Ich habe auch gedacht, oh, machst du erst irgendwie mit Sprühlack oder irgendwie sowas. Da habe ich einfach Abtönfarbe genommen, ja. Und das war dann irgendwie auch in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde erledigt und dann am nächsten Tag nochmal drüber und das war's. Einfach. Und billig. Ja, super billig und total genial. Ich bin sehr zufrieden. Sieht richtig professionell aus. Nee, ist cool geworden. Sehr schön. Gefällt mir. Alltagsszenen sind wunderbare Bereicherungen im Modellbau für die Anlage. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. Oder andersrum. Also eine Szene ist für mich, also aus natürlich die Szene aus der Theaterwelt, ne, also nicht die Jugendszene oder irgendwie sowas, ist für mich eine Darstellung von etwas, was Bewegung hat. Bewegung ist bei sowas, gerade beim Modellbau, ganz, ganz wichtig. Was meine ich damit? Mit Bewegung will ich ausdrücken, es ist etwas, was gerade passiert. Was gerade passiert ist oder was dann vielleicht nochmal weiter passiert. Gutes Beispiel, das war der Gerüstbau dort. Das heißt, da wird gerade eine Latte hochgereicht und da hat man die Bewegung drin. Und das macht das Ganze wirklich schön. Und davon kann man natürlich tausend Variationen machen. Also nur ein Haus hinzustellen oder nur eine Straße zu bauen oder irgendwie sowas, ist alles schön und gut. Aber was mir viel Spaß macht, sind immer möglichst Bewegungen auszudrücken. Wobei, Bewegung ist natürlich schwierig, weil das Einzige, was sich hier bewegt, das sind die Bahnen. Aber man kann das natürlich, ihr alle wisst, ich glaube, das ist ein bisschen zu kompliziert ausgedrückt für etwas, was wirklich völlig normal ist. Aber was mir macht sowas halt sehr, sehr viel Spaß zu überlegen, was könnte da gerade passieren, was könnte man da gerade bauen, um Abwechslung reinzubringen. Ich habe zwei Alltagsszenen gebaut, die, finde ich, sehr schön geworden sind. Ohne viel Aufwand, ohne viel Kosten und sind, glaube ich, wirklich behaupten, echte Hingucker geworden. So, die beiden, die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß.
Außenwerbung, Plakatwerbung, wie immer man es nennen will, ist immer ein schönes kleines Detail auf einer Anlage. Schöner natürlich noch ist, wenn man, wie gesagt, Bewegung reinbringen kann in die ganze Geschichte. Ich hatte die Idee, also Außenwerbung habe ich ist schon lange in meinem Hinterkopf rum. Das ist, wie gesagt, das ist immer schön, weil man da auch von der Werbung her einfach so ein paar Akzente setzen kann, auch vor allem auf die Epoche bezogen. Und dann habe ich irgendwann vor Monaten, habe ich irgendwo gewartet auf dem Parkplatz, habe ich einen gesehen, der so eine Werbung angebracht hat. Hat man ja immer irgendwie, hat man ja mal gesehen oder so. Und dachte ich irgendwie, klasse. Und nur musste das Ganze natürlich auch in die Zeit passen. Und ich habe erstaunlich viel gute Fotos gefunden von damals. Hat sich nicht viel geändert. Natürlich ist sowas wie, also die Leiter ist jetzt zum Beispiel, ist natürlich aus Holz und das wäre heute anders, das ist auch ein Holzteil hier. Aber ansonsten ist das Prinzip immer dasselbe gewesen und wird sich auch vermutlich nie ändern. Und ich wollte einfach genau das zeigen, wie eben das Ganze gerade angebracht wird. Die Werbung ist original aus der Zeit. Das hat so ein bisschen symbolischen Charakter, dass hier gerade die BMW-Werbung von einer Bahnwerbung überlappt wird, quasi erneuert wird. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Auch mit dem Wetter natürlich, das ist irgendwie dieser Tage ganz anders. Aber das ist ein anderes Thema. Die Figur ist von Jaffa. Das ist eigentlich jemand, der was in den Sack packt. Und bei sowas ist, das kann ich gar nicht sagen, wie wichtig das ist, finde ich, die Figur muss 100% passen. Und ich habe lange gesucht, bis ich eine Figur gefunden habe, die halt genau was macht, was da irgendwie passen würde. Nämlich, sie faltet, der Mensch faltet dort das letzte Viertel und da ist dann noch der Leim und dann wird das angebracht. Das Witzige ist, dieses Papier, was er in der Hand hält, ist tatsächlich das letzte Viertel hier, was ich zusammengefaltet habe. Weil ich habe gedacht, erst habe ich gedacht, ich nehme irgendein Stück Papier, klar, überhaupt kein Thema. Und dann habe ich gedacht, na, halt, also wenn, dann sollte es von der Größe her und von der Dicke her und von allem schon passen. Und deswegen ist das tatsächlich das letzte Viertel. Das ist ein bisschen witzig. Das Tempo-Dreirad fand ich sehr schön und sehr passend. Ich habe den Dachgepäckträger, der ist auch von Jaffa, habe ich oben drauf gemacht. Die Dreiräder gab es damals mit Dachgepäckträgern, war keine Seriengeschichte oder so. Die Leute haben natürlich einfach was draufgebaut. Kleine Leiter, dann hier noch die Schnüre, weil die Leitern, die da oben drauf sind, die müssen natürlich festgezurrt werden. Und innen drin sind auch noch mal Plakate und irgendwie eine Tonne mit Kleister. Die Plakate dort drin sind tatsächlich auch wieder so große Stücken Papier. Nicht, weil ich jetzt detailversessen bin, sondern einfach, weil ich gedacht habe, wenn, dann macht das doch. Also nimm die Größe, dann passt das auch. Dann sieht es aus, als wäre es das. Das war schnell gebaut, das ist ja kein Thema. Holz mit jetzt neuerdings Staub dran. Hinten könnte man noch so, wie nennt man das, irgendwie so Pfeiler, nicht so Stützstreben hier noch dran machen. Aber habe ich gedacht, das geht auch so. Schönes kleines Detail, finde ich. Also hat enorm viel Spaß gemacht, hat ziemlich lange gebraucht, was Recherche anging, aber ist okay. Das hier ist irgendwie ein Stück Plastik, das habe ich zurechtgebaut, Draht und innen drin mit Realistic Water, dass es so ein bisschen nach Kleister aussieht. Die Autos haben in diesem Zusammenhang auch alle Kennzeichen gekriegt, ebenso das Tempo-Dreirad. Die sind natürlich alle fiktiv, weil, also WP steht in diesem Fall für Wuppertal, WP gibt es aber gar nicht und das andere ist RAW. Das wäre zum Beispiel Rade vom Wald hier um die Ecke, RAW gibt es aber eben auch nicht. Und ich weiß gar nicht, was der, ach, der hat Leontal hier, der Wortbug. Wortbug. Gottes Willen, Jung, Borgwart, Depp. Egal. Wirklich schön geworden.
das hier, Damen und Herren, ist Bauer Fritze Döpper, der Feuerholz, Kaminholz in der Gegend rumfährt. Der Anhänger ist von Ronny, habe ich schon mal gezeigt, glaube ich, ne? Oder im Forum. Da habe ich einfach nur ein bisschen Holz drauf gepackt. Hier ein Kabel hin für die Beleuchtung hinten. Und ja, das ist eigentlich alles. Ist keine echte Beleuchtung, also das wäre mir zu aufwendig. Der Trecker hat, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, eine Kugelkupplung bekommen. Das war irgendein Plastikteil. Passt. Der Trecker hat keine Kennzeichen. Habe ich extra so gemacht, einfach weil das ist so eine Jugenderinnerung. Das ist zwar ein Hehler, aber ich habe auf dem alten Hanomag tatsächlich das Fahren gelernt. Und der hatte auch kein Kennzeichen mehr. Das war dem Bauer damals vollkommen egal. Er ist auf Nebenstraßen halt gefahren. Und ich glaube, ohne es irgendwie behaupten zu wollen, es könnte sein, dass es das auf dem Land vielleicht auch noch irgendwo so geben könnte. die Figur, die ist wirklich ganz, ganz toll. Die ist von Jaffa, nennt sich Enzo auf Achse. Und das ist eine ganz, ganz clevere Geschichte, denn die Extremitäten sind alle extra. Das heißt, man kann sie entsprechend anpassen und das habe ich auch gemacht. Und damit nochmal eine der wichtigsten Sachen bei Figuren. Die Figuren müssen von den Bewegungen her, finde ich, und von den Armen und überhaupt von allem Gesichtsausdruck, sie müssen passen. Weil wenn hier jetzt jemand drauf sitzt und die Arme beide oben in der Luft hat, das ergibt keinen Sinn. Stepper fährt hier einfach einen Trecker und er hat beide Hände am Lenkrad, da wo sie hingehören. Das hier, ich glaube, das ist den linken oder sowas, einen von den Armen musste ich nochmal amputieren und dann mit zwei Kompikleber zurechtmodellieren. Die Beine habe ich ein bisschen gekürzt, aber auch hier sieht man die Beine, ich hoffe, das sieht man, die sind tatsächlich da, wo sie sein sollen, die Füße. Es passt alles von der Länge, ich musste ihn ein bisschen, den Hintern musste ich ein bisschen schmaler machen, aber es passt alles. Und so, finde ich, ist die Figur richtig und so soll sie sein. Und schon haben wir eine schöne kleine Szene, die wiederum Bewegung zeigt, weil er da halt entlang tuckert auf seinem ollen Trecker. Ansonsten habe ich alles, also ist irgendwie klar, es ist, ich habe den gealtert, patiniert ein bisschen, nicht viel, weil der ist ja in Bewegung und der ist ja auch nicht unbedingt uralt. Ne? Also der hier hinten, der ist halt komplett zerschossen und verrottet, aber der hier natürlich nicht. Vielleicht gebe ich ihm auch noch ein Kennzeichen, aber ich finde das eigentlich ganz witzig. So, es ist wie gesagt eine Kindheitserinnerung und deswegen habe ich das ganz bewusst gemacht. Okay, schön. Ich blende links noch für die Figur die Figuren rein. Der hat auch zwei verschiedene Kopfbedeckungsoptionen. Von mir hat er einen Hut bekommen. Das sieht einfach cool aus. Das passt auch. Man sollte, finde ich, bei diesen Alltagsszenen und Details immer ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass man alles wirklich komplett zuballert. Also jetzt bei dem Plakat, da muss ich noch irgendwie ein Kind dazu, was zuguckt, obwohl es gar keine so schlechte Idee, die mir gerade gekommen ist. Aber das ist auch alles Geschmackssache. Es gibt halt, man kann 1000 Variationen bauen. Ist auch egal. Also ist jedenfalls, finde ich, mit etwas Fantasie und mit ein bisschen Inspiration von draußen, gerade so immer wieder Kopf, wenn man draußen, ganz egal wo ist, mal ein bisschen gucken, was könnte man modellbauerisch darstellen, entstehen, glaube ich, wirklich ganz schöne Sachen, die wichtig sind, die für mich wichtig sind. Immer wieder für mich. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal weiß ich noch nicht. Ich habe im Anfang Juni habe ich einen Termin bei einer bei einem Schleifkotten hier und da werde ich ordentlich Fotos machen und dann danach, denke ich mal, werde ich anfangen, den hier in irgendeiner Art und Weise ins Tal einzubauen. Aber wer weiß, was bis dahin noch so alles passiert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.